Hey Leute, hier ist Aldemar, zurück mit Bomber Crew, Space Crew. Mann, das passiert mir, wie hoffe ich schon, keine Ahnung. So, und zwar zeige ich euch jetzt mal was. Wir stellen mal die Option um, oder die Schwierigkeit. Dazu müssen wir, glaube ich, in den Gemeinschaftsraum. Und dann können wir das hier unten um anpassen, weil das wurde auch geändert, angepasst und so. Und zwar haben wir vorher auf Klassik gespielt. Hier unten auch bei Crewgröße. Und wir ändern das jetzt und zwar auf halbautomatisch Markierungsmodus. Das heißt, wenn jemand an der Kommunikationszentrale sitzt, dann markiert dieser wiederum auch die Gegner. Was ich ganz cool finde, auch wenn wir vielleicht eher nur einen Gegner anvisieren wollen, manchmal ist das vielleicht trotzdem mal ganz nett. Ja, Schwierigkeit anspruchsvoll lassen wir immer noch. Crewgröße hat man klassisch erweitert, ist plus 1. Guck mal, das ist die Taube aus Bomber Crew, gar nicht gesehen. Und Zeitverlangen lassen wir Standard. Also wir können jetzt ein neues Crewmitglied mit anheuern, was ziemlich cool ist. Und dann machen wir das jetzt. Und zwar, also neuer Gunner wäre das, ja. Biton, ich dachte Bitcoin habe ich gelesen, die sind aber alle gleich, ne. Wir nehmen jetzt einfach Hackilein. Hackilein, du kleines Schwein. Rekrutieren, alle, einen Waffenoffizier, das ist doch sehr gut. Einer zusätzlich aber auch nur, das bedeutet... halt einen mehr Platz, ja. Den setzen wir nach vorne, würde ich sagen. Und dann kann unser Techniker immer noch an eins gehen, wenn er muss. Oder wir tun den Sicherheitsoffizier ans vordere Geschütz. Aber ich habe ja kann ich die nochmal umbilden? Weil es ist ja der Kommunikationstyp, der das kann. Warte mal, wir gucken mal gerade. Das ist ja Scherge. Er ist Kommunikation, sekundäre Fähigkeit, entfernen. Aha, warte mal, das machen wir nämlich neu oder machen wir ihn nämlich auch zum Gunner? Auswählen. Sehr gut. Schnauzbart. General Schnauzbart. So, jetzt brauchen wir einen neuen Zuschauer, der hier teilnimmt. Die Liste ist auf, sehr gut. Da kommt jetzt rein der, Maxinator. Oh, guck mal. Die sind, jetzt sieht man, dass sie unlocked werden können. Okay. Die kommen mir bekannt vor, aber woher sind die? Ein schwerer Schutzmann zu... Aus welchen Filmen sind die denn hier? Sieht jemand? Das ist bestimmt eins Battlestar Galactica oder so. Und das andere ist... Ich kann es nicht genau sagen. Schwer zu erkennen. Holster. Oh, was haben wir denn da? Persönlicher Tarnschild. Persönlicher Schutzschild. Oh, das ist ja cool. Gunnerfarbe. Warte mal, jetzt müssen wir erstmal hier gucken. Oh, guck mal hier. Nochmal Strandschutz und noch irgendwie einen Anzug. Dann müssen wir mal den Farbe ändern. Ich glaube, ich muss die Geschütze ändern. Die Farbe gefällt mir irgendwie nicht. Aber irgendwann anders. Sonst muss nämlich alle ändern. Der kriegt einen Phasen. Piu, piu. Und, gepanzerte Handschuhe. Gepanzerte Magnetschuhe haben wir doch jetzt hier, ne? Die sollen ja alle kriegen. Haben sie auch. Okay, dann ist das jetzt anpassen. So viel Heilung natürlich hier. Ne? Können natürlich auch Transgender machen, ist ja total in. Aber es ist der M-Maxinator. Danach haben wir dann. Ich lese mal vor. Danach ist der Neowinger dran. Dann kommt Schildkröte 44, Gamer Moin, Schischkrote, Zimbelmann, Nikolas, Kürptek, Manolo, Erik M. Harris, Malonsen, Windtänzerin haben wir ja schon. Habe ich noch nicht. Also das ist jetzt der Maxinator. Maxinator. Fertig. Nee, warte. Kommen wir nehmen mal. Was haben wir denn noch für Hautfarben? Ich will noch so einen Alien haben. Haben wir gelb oder so? Ich will eigentlich noch... Guck mal. Ja. Das ist so meine Hautfarbe. Niemals Sonnenlicht. Niemals Sonnenlicht. Transfarben. Boah, Albinum. Deluxe. Komm, wir machen hier... Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, es tut mir leid. Geil, nehmen wir. So. Super, okay. Nur ein toter Bug ist ein toter Bug. Super, auf in die Mission. Los geht's. Champion eliminieren. Also mit los. Los geht's. Missionsrisiko hoch. Ist egal. Ja, cool. Jetzt haben wir einen mehr. Ich finde das gut. Ja, ich meine... Es wird jetzt vielleicht was einfacher werden. Oder die Schwierigkeit wird angepasst. Wir wissen es nicht. Maxinator. Du bleibst da. Und Scherge übernimmt das vordere Geschütz, wenn es sein muss.
Das ist nämlich das Lächerlichste von allen. Oh, das ist super jetzt. Man, jetzt wird es nochmal interessant. Jetzt ist es nochmal ein bisschen anders. Und das mit dem automatisch Markieren könnte vielleicht mal... Da verliert man schon so ein bisschen... Aber wir müssen ja immer noch das Raumschiff steuern. Jetzt können wir uns ein bisschen darauf konzentrieren. Kashia Poros, hatten wir den schon? Spiralarm Hestia Akkretion. Gegner im Anflug, alles klar. Dann bleiben wir erstmal hier. Patrouille. Defensiv. 31% Ausweichchance. Ne, das sparen wir uns auf. Dann üben wir ein bisschen Scherge. Ach ja, ich habe ja neue Waffen drin. Stimmt, da ist der Raketenwerfer. Ah, geht doch. Ich will jetzt nicht die ganzen Specials einsetzen. Wie gesagt, das brauchen wir noch alles. Oh, direkt Raketen, direkt voll drauf. Richtig gut. Oh Mann. Vielleicht sind... Ich bin aber nicht so ganz überzeugt von den Raketen. Guck mal, das hat auch mal besser getroffen. Brauche ich überall wieder Gatlings ein und ist gut. Im Ernst. Laden! Ausführen! Friss Plasma! Oder wir fressen Plasma. Okay, wir gehen auf Defensiv direkt. Da ist er. Oh, sehr schön, sehr schön. Okay. Wir hauen volle Kanne rein. Ist scheißegal. Habe ich Motive in der Ansprache schon? Jetzt schießen doch alle viel schneller. So, wir kümmern uns hier drin. Alles explodiert, sehr schön. Genauso muss das sein. Alter, hier ist was los. Ja, komm, die sind an dem dran. Das ist sehr gut. Komm, flieg mal ein bisschen schneller. Oh Mann, alles wird getroffen. Nein, nicht Aldemar! Schilde verstärken!
Weiter geht's, weiter geht's. Tarnmodus ausmachen. Ja, er ist weg! Ich fühle mich schon viel sicherer. Die sind, glaube ich, alle down, ne? Ich glaube, die verpissen sich alle. Sehr gut, wir sind hier fertig. Boah, guck mal. In kurzer Zeit haben wir super auf die Fresse gekriegt. Aufs Mündlein. Ja, alles klar, Jäger. Wir sehen uns an der Basis. Sehr gut, das war erfolgreich. Ausführen. Guck mal, sie waren sauer. Sie haben das Frustplasma weggeschossen. Warum ist da so ein... Was ist das? Objekt einholen. Aha. Was auch immer das jetzt ist. Wahrscheinlich irgendein Bonus. Muss noch irgendwas reparieren? Nee. Wie sieht es bei Energiekontrolle aus? Nee, ist egal. Wie schnell bewegen wir uns denn hier eigentlich? Können wir testen mal. Oh, das geht doch. Alter, Schwerkraft. Scheiß drauf. Brauchen wir nicht mehr. Ich glaube, wir bleiben auch immer bei voller Energie bei Waffen. Ist er jetzt vielleicht? Ich glaube, jetzt brauchen wir Schilde. Scheiß drauf. Eins auf Triebwerk. Zwei auf Schilde. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was das ist. Warum ist das eigentlich? Ach, das haben wir ausgemacht. Ein neues Artefakt. Los, Dressel, einholen. Toll, ein Riesenzöpfchen. Ein Alienzöpfchen. Analtorpedo. Das andere, die waren ein bisschen schnell. Hört ihr das? Was ist das für ein Alarm? Oh Gott, das ist passiert! Oh Gott! Ach so, das passiert, weil wir müssen zurückfliegen. Es ist einfach... Okay. Wir müssen nach Hause fliegen. Komm, was wolle. Uns beeilen. Naja, wir hauen einfach ab. Wir können auch schnell aufladen und so. Oh Mann, das ist ganz anders mit so viel Waffenaufladung, oder? Nicht du, Aldemar. Ich bin der Beste. Ja, das wissen wir doch, Aldemar. Mein Gott. Er ist von sich ganz schön selbst überzeugt. Guck mal, der schießt auch scheiße. Moin, Mann, zum Sprung! Anschnallen! Schnell! Schnell, schnell, schnell! Oh, was ist das denn da für ein Raumschiff? Ist das auch so eins, wie wir haben? Das ist ja cool. Schade, dass man nicht irgendwie so im Verbund fliegen kann oder so. Und dann so ein Riesenkampf. Sauerstoffgenerator ausgefallen. Toll. Kashia Poros, hört sich an wie so eine Sängerin. Kashia, neuer Song. Die Menschen sind gemein, sie haben mich explodieren lassen. Bei denen ist das, nämlich bei den Plasmiden, ist das ein grandioser Gesang. Ich müsste da auftreten. Voll konzentrieren, sehr schön, Kammerscherge. Pornobalken-Crew. Erhöht die kurzzeitige Zielgenauigkeit von Waschstationen. Ich finde das eigentlich blöd, dass die Weiblichen auch keinen Bart haben dürfen. Also, wir sind 2020.
Oh, schön. Schnell, 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 warte mal. Raketenwerfer MK2, Alter, 6 Bänke. Okay, jetzt macht das Ding vielleicht noch mehr Sinn. Schutzmaske MK3. Crew ausrüsten. Raumschiff. Ich glaube, das wäre erstmal wichtiger. Waffen. Und zwar, Alter, guck mal hier. Railgun MK2 und Sprengstoff. Also das wäre schon was Besseres. Und zwar nehmen wir Raketenwerfer MK2. Bin ich von der Front überzeugt oder nicht? Von der Frontkanone. Bin ich von ihr überzeugt? Ich würde sagen nicht. Wir bauen da rein ein MK3 Plasmakanone. Scheiß drauf, ja, im Ernst. Scheiß drauf, machen wir eine Plasmakanone rein. Nochmal. Hat jetzt alles ziemlich viel Geld gekostet. Was können wir denn noch? Systeme. Wir haben Hochleistungsschilde MK1. Standardschilde. Ne, also ich bin damit zufrieden. Gravitation MK2. Ne, brauchen wir nicht. Sauerstoffgenerator. Pff. Etwas verbesserter Sauerstoffgenerator verfügt über etwas Panzerung und die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls ist gering. Ist bis jetzt noch nie ein Problem gewesen. Gepanzerter Reaktor. Wir haben aber den Hochleistungsreaktor. Es gibt sonst nur den. Krankenstation 700. Meine Güte. Brauchen wir nichts. Brauchen wir nichts. Brauchen wir nichts. Brauchen wir nichts. Am meisten Probleme haben wir eigentlich immer hinten. Brauchen wir auch nicht. Eigentlich. Ist nicht so... so super wichtig. So, dann machen wir nochmal eine normale Mission, oder? Machen wir Sonde aussetzen im schwarzen Loch zu untersuchen. Okay. Auf geht's. Noch eine Mission schaffen wir. Kein Problem. Gottwalzer 1. Schade eigentlich. Ich werde gerne ein paar Mal explodiert. Aber natürlich nicht absichtlich. Macht euch bereit, Crew. Es ist so viel besser jetzt mit einem mehr. Es macht irgendwie... Es ist etwas entspannender. Und die Gegner sterben schneller, das vor allen Dingen. Okay, los geht's. So, das ist jetzt unser Setting. Unsere Setting. Oh, Gatling ist einfach geil, oder? Ich will die Railgun MK2 haben. Boah, Alter, die Raketen, ist das übel. Boah, guck mal! Ja, das Ding ist gut. Wenn es dann mal trifft. Oh, guck mal, unser Plasma-Ding schießt, aber auch nur sehr unfassbar sehr genau und begeistert. Trotzdem immer noch nicht zu schießen, unser Maxinator. Wir können das jetzt alles im einen machen. Wir lassen uns einfach nicht von denen ablenken. Bergunterstützung. Yeah! Ach, es ist noch ein Ziel. Nee, nee, das machen wir noch nicht. Ja.
komm, Plasma-Kanone, man kann es sagen, das schaffst du ja wohl. Haben wir Schaden davon genommen? Mein Gott, Scherge, da hast du was abgekriegt, oder? Ja, ganz genau. Mein Gott, was spricht der für eine Sprache? Versteht ihn keiner. So, los geht's. Auf ins nächste Gebiet. Ausführen! Dann mal los. Ach, einholen sollen wir es. Ich dachte, wir sollen es irgendwie... warte, abwerfen. Ach so. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich weiß auch nicht. Ach nee, scheiße. Entschuldigung. Wir sind noch gar nicht da. Oh Mann, ey. Mein Gehirn setzt wieder aus. Ich war gerade nämlich in... Ist gut, dass wir können es ja wieder einsetzen. Waren gar keine Gegner hier, ne? Blah. Komm, wir fliegen zum schwarzen Loch. Super Idee. Achtung, Gravitationsanomalie. Dieser Bereich befindet sich im Konditionsfeld einer Anomalie in der Nähe. Verlasse das Schiff, wäre absolut tödlich. Warte, bis du den Sektor verlassen hast, bevor du Triebwerke reparierst. Die Station des Kämpfens muss immer besetzt sein. Triebwerke müssen mindestens eine Energieeinheit des Reaktors zugewiesen haben. Oh. Da sind wohl schon viele gestorben. Sollen wir es hier rauslassen? Okay. Oh, es wird direkt reingezogen. Was, sie greift mich hier an? Das gibt's doch nicht. Komm. Kommt doch, kommt doch. Ihr feigen Hühner. Da kommen wieder die Kreuzwings. Ja, mach ihn weg. Schlimm, ne? Die Plasmakanone ist so lahm. Meine Güte, die wollen es aber wissen. Kein Problem. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Oh. So, bloß weg hier. Das ist doch nie gut. Hades. Irgendwo sonst findest du mehr Abschaum als hier. Sicher ist eine schnellste Route natürlich. Die beste Route. Zunächst, da gibt es aber wieder mehrere Routen. Oh. Oh oh. Oh.
Also nicht schnell. Raketen haben den Feind erfasst. Feuer! Ja. Ganz genau, das passiert. Hä? Angehake, wer ist das denn? Wir haben doch noch Elite-Lappen, das gibt's doch nicht. Scheiße, jetzt habe ich die Jäger benutzt. Überlasten alles. Guck mal, die Raketen. Bam, bam, bam. Richtig gut. Alter, guck mal, die schießen einfach von überall jetzt. Das war doch sonst nicht so. Alter, ich muss noch mehr Raketen reinholen. Wir werden die Gatling mit Raketen austauschen. Obwohl ich sie liebe. Ist er jetzt weg? Er ist tot, er ist tot. Okay, alles klar, wir müssen aufpassen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir schaffen das schon. Oh mein Gott, was explodiert denn hier überall? Tarnmodus. Ach nee, scheiße, ist ja wieder ausgegangen, ich Trottel. Maxinator brennt! Nein! Müssen ihn löschen! Lösch Maxinator, seit wann kann der denn brennen? Ausweichmanöver. Okay, weiter geht's. Wir schaffen das schon. Feuer löschen. Alter, wie viele sind das denn bitte? Mein Gott. Alter. Also damit ich jetzt... Das war eine leichte Mission, ja? Das war eine leichte Mission. Das war eine leichte Mission. Plus Hero, plus krasser Kampf am Schluss. Was ist denn hier los? Alter, wieder ein Elite-Typ tot. Oh, jetzt die Mission ging aber doch lang. Oh, UDF Athena. Athena! Ich glaube, wir machen jetzt nochmal eine Hauptmission nächste Folge. Wir holen aber nochmal ein paar mehr Raketen rein. Ja? Weil die haben einen schönen Radius, wo sie hinballern. Das ist schon echt gut. Space Crew. Space Crew! EMP! Ah! Interessant! Raumschiffe in der Nähe außer Gefecht setzt. Boah, die sind dann bestimmt direkt alle down. Energiestiefel NK2. Gravitationsgenerator brauchen wir nicht. Strahlungsarmes Triebwerk MK2. Hochleistungsreaktor MK2. Jetzt wird es interessant. Raygun 2 ist auch geil. Und Hochleistungsschilde. Oh, es wird 15.000 Kohle. Leute, ich höre auf. Das machen wir nächste Folge zusammen. Ja, würde ich sagen. Und bis dahin, wie immer, Leute. Haut rein.